Willkommen bei der Scooterschrauber. Ihr seht, ich stehe hier vor dem Elisio und zwar den Iris Roller. Da möchte ich heute den Bremssattel oder den vorderen Bremssattel aufstecken, den Bernd mir ja vorbeigebracht hat. Und wir schauen mal, ob wir diesen Roller zum Bremsen bekommen. Auf jeden Fall euch viel Spaß und bleibt dabei. Dass euch natürlich nicht langweilig wird dabei. Ich muss hier die obere Verkleidung abnehmen, dass ich an den Behälter drankomme, um die Bremsflüssigkeit nachzufüllen. Deshalb keine Langeweile, ich montiere das ab und dann geht es natürlich gezielt weiter. Hier vorne habe ich nochmal alles ein bisschen abgeputzt, also einen Bremsenreiniger sauber gemacht und nehme jetzt mein Bremssattel und den nehmen wir mal zur Seite. Versuche ihn jetzt mal hier erstmal. Moment, der sollte natürlich auch schon richtig rumsitzen. Hier rum oder hier erstmal anzusetzen. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall richtig rum. Das ist ja schon mal einiges wert. Hier sollte jetzt auch die Schraube ziehen. Normalerweise, wir setzen ihn mal unten an. Wahrscheinlich habe ich ihn eben noch nicht in den richtigen Winkel gehabt. Tut sich doch ein bisschen schwer hier gerade. Aber ich glaube, ich nehme ihm ja einfach mal eine Knarre dazu und versuche mal. Ja, also diese Schraube hier zieht schon an. Ja, es ist eben neu. Und alles, was neu ist, muss ja auch erstmal seinen Weg hier finden. Aber sieht gut aus. Jawohl. Ich nehme einfach mal den Schraubendreheraufsatz und versuche es erst noch ein Stück mit dem Schraubendreheraufsatz. Ist doch viel, viel einfacher, als wenn ich jetzt hier mit der Ratsche, weil es ist ja doch recht leichtgängig. Jetzt wird es schwieriger, das ist aber auch richtig so, alleine schon, weil jetzt hinten läuft es ein bisschen konisch zusammen und dadurch kann sich das Teil dann hier später nicht mehr lösen, also der Sattel. Ich habe mich für zwei neue Schrauben entschieden. Die anderen waren doch nicht ganz okay, finde ich, also zumindest zu lang. Deshalb dachte ich, ich entscheide mich doch lieber für neue Schrauben. Ich habe hier allerdings einen Federring hintergetan, so dass ich die Sicherheit habe, so, ich glaube, das sieht man jetzt, dass ich die Sicherheit habe und es sich nicht löst. Das heißt, ich nehme hier die alte Schraube wieder raus und setze doch lieber neue ein. Wer weiß, wozu es gut ist. Wir wollen auf Nummer sicher gehen, weil, wie gesagt, es bringt nichts, wenn ich jetzt hier irgendwas dran baue und es dann, ja, so bin ich auf der sicheren Seite und kann sagen, das ist neu, da dürfte jetzt so schnell nichts dran passieren. Also, jetzt haben wir hinten das Konische auch erreicht. Das würde bedeuten, ich ziehe jetzt meinen Sattel hier richtig an. Ja, das sieht gut aus und muss natürlich schauen, läuft jetzt die Bremsscheibe auch frei. Also sitzt das Ding auch so, wie es sitzen soll. Ich habe den Roller hinten mal ein bisschen verzornt, dass
hier auch alles ja, sich drehen lässt. Und man hört von der Bremse gar nichts. Aber wir gucken mal oder versuchen da mal richtig zwischen zu gucken, dass wir ein bisschen mehr noch sehen können. Also, ich leuchte hier mal, wie man sieht, ist hier ein komplett freier Lauf gegeben. Und das ist auch gut so. Wir gucken aber nochmal irgendwie von vorne, wie da der Lauf ist. Dazu musste ich euch jetzt leider mal querstellen sozusagen, dass man sieht hier, wenn ich jetzt hier mal das Rad bewege, sieht man hier auch die Bremsscheibe. Das Schleifen kommt jetzt von der Lampe, die ich dagegen gesetzt habe oder gegengestellt habe. Also es ist auch wirklich ein freier Lauf vorhanden. Ich habe die Taschenlampe nochmal von hier oben drauf gesetzt, so dass ihr nochmal dazwischen gucken könnt. Also es ist ein wirklich perfekter Lauf. Hier ist meine Zuleitung. Die sieht gut aus, war auch ohne weiteres bis jetzt immer gängig. Das würde bedeuten, ich kann hier diese Schraube rausnehmen. Das ist ja mein Zulauf für den Bremssattel. Hier lasse ich hinten eine Dichtung drauf, nehme eine ab und setze sie davor an. Also sprich, diese Dichtung kommt jetzt hier vor. Und das Ganze wird jetzt hier vorsichtig angesetzt und auch vorsichtig verschraubt. Immer schön darauf achten, dass ihr den Gewindegang auch richtig trefft, weil das kann euch nämlich ganz große Probleme geben oder könnte ganz große Probleme geben, wenn ihr den Gewindegang hier schräg ansetzt. Und zwar ist dann Undichtigkeit und meist kann man so einen Sattel dann gleich wieder wegwerfen. Ich richte hier mein Teil jetzt ein bisschen aus und nehme ein 12er Maulschlüssel und ziehe vorsichtig mein Gewinde hier an. Ich glaube, das sollte schon ausreichend sein und sollte auch dicht sein. Wir kommen nach oben und machen den oder öffnen den Bremsbehälter. Da wollen wir doch mal sehen, ob sich dieser Behälter genauso gut öffnen lässt wie auf der anderen Seite. Und ja, das hat ganz gut funktioniert, wie man sieht. Jetzt die Seite. Und das funktioniert auch. Das ist schon mal die halbe Miete. Wenn sowas festgegammelt ist, ist es nämlich ganz schwer, sowas wieder in Stand zu setzen wie diesen Behälter. Und das verursacht meist dann wirklich Probleme. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Deckel vorsichtig ab und ja, also hier ist nichts mehr groß vorhanden. Die Membrane auch ganz vorsichtig. Also ich zeige euch jetzt mal die Membrane. So sieht die regulär nicht aus. So verknittert und zerbeult. Normal ist es, ich mache das mal wieder richtig, wenn es geht. Moment, ich hoffe, die Membran ist heile geblieben. Ja, sieht ganz gut aus. Ich gucke mir das gleich nochmal an. So sollte die Membrane dann aussehen. Also, und nicht wie eben gerade. Das passiert meistens, wenn die Behälter dann leer sind und ja, keine Flüssigkeit mehr drin ist. Dann zieht diese Membrane Luft und ja, aber das kriegt man ja alles wieder gerichtet. Was ich euch nochmal zeigen möchte ist, wie das da drin aussieht, wenn ja, keine Wartung stattfindet und keine Pflege. Ich nehme mal hier ein bisschen mehr Licht dazu. Wie man schön sehen kann, ist hier auch Wasser, ja, und so wie Rost drinne. Das werde ich jetzt noch austupfen und ja, erstmal vorreinigen. Der Behälter ist gereinigt. Das heißt, jetzt können wir
frische Bremsflüssigkeit erstmal wieder aufgießen. Ich habe das Schauglas auch sauber gemacht und schütte jetzt einfach erstmal, wie gesagt, frische Bremsflüssigkeit rein und somit können wir jetzt langsam entlüften. Heute mache ich mir das natürlich ein bisschen einfacher und zwar, indem ich mir Anton zur Hilfe hole, dass er oben pumpen kann und ich unten an Bremssattel öffnen und schließen kann. Das heißt, Anton muss her. Also, Hilfe habe ich mir besorgt. Anton ist hier mit eingetroffen und wir machen uns das jetzt schön einfach. Einer pumpt, einer geht unten an den Bremszylinder dran oder Bremssattel und dann werden wir jetzt ja im Team arbeiten, würde ich sagen. Anton, denke ich mal, wirft auch noch ein schönes Hallo rein. Hallo. Ja, geht doch. Klappt alles. Wir hatten uns natürlich ein bisschen abgesprochen. Auf jeden Fall legen wir jetzt los. Wir lassen die Kamera so stehen, lassen es laufen, dass ihr den einen oder anderen Handgriff doch mitbekommt und wie wir uns abgesprochen haben, wie wir das am besten machen. Ich gebe Anton immer eine kleine Anweisung und dann wird das auch funktionieren. Also, ich gehe nach da unten, Anton bleibt da, wo er ist und zieht nur an den Hebel. Also, los geht's. Okay, dann würde ich sagen, Anton einmal in die Richtung. Also ich sehe, es läuft schon Bremsflüssigkeit. Was ich brauche, ist einen Lappen. Gut, Anton, einmal bitte ziehen. Gut, festhalten. Moment, ich überprüfe hier mal was. Nicht, dass irgendwas undicht ist. Nein, sieht gut aus. Hebel loslassen. Hebel ziehen. Festhalten. Loslassen. Wie sieht es mit der Bremsflüssigkeit oben aus? Ist da noch genug drin? Ja. Ist noch genug drin? Ja. Okay. Dann warten. Ziehen. Loslassen. Und noch einmal ziehen. Sieht schon ganz gut aus. Du darfst wieder loslassen. Wir gucken jetzt trotzdem noch mal rein, weil jetzt kam doch ganz schön viel durch. Der darf, wie gesagt, nicht leer werden. Wenn er leer wird, kommt Luft rein. Ne? Ja. Gut. Also. Auffüllen. Oh, ganz voll. Ja, wir müssen ja noch ein paar Züge machen. Dann geht das auch. Also, wir machen weiter. Ziehen. Loslassen. Ziehen. Loslassen. Ziehen. Loslassen. Ziehen. Loslassen, ziehen, loslassen. Also unten kommt schon weniger Luft an. Das heißt, wir sind schon auf dem besten Weg, dass die Bremse dann auch zieht. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen weiter. Nächster Durchgang. Und pumpen bitte. Also ziehen. Na, das sieht doch schon gut aus. Und nochmal. Okay, warten. Warten. Ich war zu schnell. Loslassen. Weil jetzt könnte es nämlich sein, dass wir wieder Luft reinbekommen haben. Aber das war jetzt mein Fehler. Also, hast du losgelassen? Ja. Gut. Ziehen. Loslassen.
ziehen. Ja, kommt ein bisschen Luft gerade noch mal mit. Das war aber, wie gesagt, das war mein Fehler. Ziehen, loslassen. Ziehen. Ja, das sieht schon gut aus. Loslassen. Ziehen. Also Bremsflüssigkeit ist jetzt Hälfte ungefähr. Ja. Ja, gut. Ich würde auch sagen, loslassen. Noch einmal. Warte. Ziehen. Ah, kam noch mal Luft hinterher. Gut. Loslassen. Wir füllen noch mal ein bisschen was nach. Ich glaube, wir haben nämlich eben ein bisschen Luft mit reingebracht dadurch. Aber wie gesagt, Fehler sind dazu da, um sie wieder auszubügeln. Also, noch mal das Gleiche. Ziehen. Loslassen, ziehen, loslassen, sieht schon ganz gut aus, ziehen, ja, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, es kommt keine Luft mehr hinterher, ich fülle jetzt den Behälter noch auf und dann sehen wir zu, dass wir vielleicht sogar noch die hintere Bremse entlüften. Das mache ich jetzt erstmal fertig, also den vorderen Bereich. Und dann gehen wir an die hintere Bremse nochmal ran. Also, die vordere Bremse funktioniert. Anton steht hinter mir. Wir machen nochmal einen kurzen Seitentausch, weil wir machen auch die Rückbremse noch. Ich zeige euch mal kurz. Hier, ihr müsst aufpassen, da vorne, der Behälter ist hier schon offen. Für die hintere Bremse. Hier ist allerdings schön Druck drauf, also vorne bremst. Jetzt heißt es hinten noch ein bisschen mehr Druck aufbauen, dass wir auch hinten schön bremsen können. Und ja, wir starten einfach. Lassen das Video laufen und fertig, aus. Gut, Anton, bereit machen. Ich hocke mich hier hin. Und sage dir an. Ziehen, halten, loslassen. Die hintere Bremse, die ist nämlich nicht unbedingt so gut gewesen, noch nicht. Deshalb, jetzt habe ich Anton hier, können wir das zusammen machen. Also, und ziehen. Loslassen, ziehen, loslassen, ziehen. Und loslassen, bitte. Kommt sehr viel Luft raus, also es kam immer etwas. Okay. Ja, gut. Das kann sein, dass du vielleicht doch einen Tuck zu früh gezogen hast, bevor ich unten geöffnet hatte. Das passiert, aber ist normal, ist menschlich. Gut, nochmal dasselbe. Ich sage dir, Björn, ja. Ziehen, loslassen, ziehen. Loslassen. Verschraubung habe ich hinten jetzt fest. Hast du losgelassen? Ja. Gut, schön so lassen. Nicht, dass wir noch mal den gleichen Fehler machen wie eben auch. Das heißt, wir haben noch einmal Luft reingepumpt, weil ich Anton nicht gesagt hatte, bitte nicht pumpen. War zu spät, kann jedem passieren, mir genauso. Also nicht zu ängsteln. Das heißt jetzt, wir probieren das aus. Ich baue den Deckel oben drauf und dann gucken wir einfach mal, inwiefern bremst sie hinten wieder besser. Fertig!
Hinten die Bremse ist auch noch besser geworden als vorher. Also sie zieht schon eher, genau wie vorne. Vorne ist richtig Dampf drauf. Hinten kommt auch Dampf. Also Anton und ich haben alles richtig gemacht. Zu zweit, einfach nur zu zweit, ist viel, viel einfacher. Deshalb schönes Dankeschön an Anton. Ich freue mich. Er ist immer da, wenn man ihn braucht. Gut, in diesem Sinne verabschieden wir uns und ich würde sagen, lass uns mal einen Winker machen und euch einen schönen dritten Advent. Wir sehen uns schnellstmöglich wieder. Euer Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Euer Scooter Schrauber.